Agile UX ist das Thema. Heute Build Better Products, das Schlagwort darunter. Was man darunter verstehen kann im Zusammenhang, das wird dann quasi Inhalt dieser Dreiviertelstunde sein. Ich habe ein kleines Vortrags-Backlog vorbereitet, wo wir durchgehen. Das ist erstmal eine kurze Vorstellung nochmal zu mir, was wir tun und wie ich auch zu diesem Thema gekommen bin. Warum Agile UX, also wie kommt das Thema eigentlich auf? Und dann für die, die halt eher aus der Entwicklung kommen, wie vielleicht auch viele hier. Herzlich willkommen. Hallo. Was ist eigentlich dieses UX? Was kann man darunter verstehen? Dann welchen Mehrwert bietet diese User Experience Disziplin auch für den agilen Prozess? Wie kann eine Zusammenarbeit dann konkret aussehen? An einem Beispiel, wie Thomas schon gesagt hat, vom Bayerischen Rundfunk. Und was haben wir da rausgezogen? Was sind so die Lessons learned? Was wir besser machen können, jetzt vielleicht auch schon tun? Und wie wollen wir uns da weiter durch dieses Aufgabengebiet bewegen? Und das Letzte, wo ich einen kleinen Ausblick geben will, wo ich selber auch an der Schwelle quasi stehe, auch den nächsten Schritt inhaltlich zu machen, ist Dean UX. Wer ist im Raum aus dem Bereich User Experience? Gibt es da jemanden, der Konzepter ist? Ja, die Eva? Sonst keiner? Wer ist aus dem Bereich Entwicklung, also eher Softwareentwickler? Die große Mehrheit? Projektmanager? Projektleiter? Okay. Wer hat nicht so richtig eine Ahnung davon, was diese User Experience Leute machen? Okay, auch nicht so wenig, aber überraschend dann doch und schön, dass auch viele das vielleicht auch schon tun. Genau, zur Vorstellung, ich selber komme auch aus der Entwicklung, habe früher als Frontend-Entwickler gearbeitet, bin in Projektleitung reingegangen und Produktmanagement. Seit 2008 bin ich mit agilen Methoden in Verbindung gekommen und ja, bin seitdem eigentlich für alles, was Wasserfall oder sonst wie klassisch daherkommt, versaut und werde auch, glaube ich, nur unter anderem von körperlicher Gewalt auch wieder zu hin zurückgehen. Insofern sehe ich da einen großen Mehrwert für mich, mein Arbeiten mit Teams drin und bin jetzt sehr froh, dass ich das als Coach auch weitertragen kann und das tue ich rege gerade. Und vor allen Dingen bin ich auch sehr immer daran interessiert, wenn man so aus einer bestimmten Richtung kommt, wie Softwareentwicklung, das Agile für sich gefunden hat, wo sind die Schnittstellen zu anderen, weil gerade in den Grenzen zu den anderen Disziplinen ist meistens was passiert, wovon man vielleicht selber auch wieder einen Schritt weitermachen kann, Dinge von anderen lernen kann und auf Neues und auch verbesserte Abläufe und Ergebnisse zugehen kann. Das hier heute ist mein allererster Vortrag auf einer Konferenz überhaupt. Insofern machen Sie Fotos, schreiben Sie mit, wer weiß, wo das alles noch hinführt. Also schauen wir mal. Ja, erste Frage, warum Agile UX? Es gibt so die, gerade in entwicklungslastigen Teams, so ein bisschen so dieses Ding, ja, irgendwie brauchen wir auch Design. Wir machen da schöne Funktionen, aber am Ende soll es ein bisschen bunt sein. Hier macht man die Ecken rund, ne? Eva lächelt. Irgendwie muss es dabei sein, aber warum so ganz genau, weiß man nicht. Vielleicht nicht jeder, mehr, andere wieder mehr. Aber dann auch so, sind so Teams, wo man sieht, ja Mensch, da ist ja ein Designer da vorne weg, der macht dann irgendwie was wir nachher umsetzen. Da gibt es vielleicht Wireframes, erste Screens und dann, ja, wie machen wir das eigentlich? Wir müssen so Features umsetzen und der liefert irgendwie zu. Ach komm, sprinte doch einfach mal mit. Ist eigentlich ein schöner Anfang und geht dann darum, diese andere Disziplin mit in das eigene zu integrieren. Aber damit geschieht dann auch was Neues, weil Dinge funktionieren vielleicht in unterschiedlichen Disziplinen auch anders. Also, es geht um Zusammenarbeit. Gerade unter dem Schlagwort Agile UX, wie arbeitet man zusammen mit den beiden Disziplinen? Und auch, wie schafft man gegenseitiges Verständnis? Also, was machen die da eigentlich ganz genau? Was können die tun? Was können die mir auch bieten in dem, was ich tue? Und wie machen die das? Was sind deren Prozesse? Wie ticken die? Und wie passt das mit dem zusammen, wie ich arbeite? Das alles versucht man unter dem Schlagwort Agile UX einzufangen. Um das zu verorten, wenn man jetzt mal so eine Produktionskette sehen will, sieht so ein bisschen wasserfallmäßig aus, aber grundsätzlich ist es ja auch so, man hat irgendwie eine Strategie,
irgendwie fängt man an, sich über Konzepte Gedanken zu machen, man geht die Umwicklung in die Umsetzung und am Ende wird das ganze Ding betrieben und sieht halt quasi so ein bisschen den Unterschied hier, wozu wir vielleicht später noch mal kurz kommen, ist eigentlich der Anspruch von diesen beiden Disziplinen, Lean und Agile, mag man unterschiedlich sehen. Das Wesentliche ist jetzt für heute, dass es hier im hinteren Bereich eigentlich schon seit längerem so eine Bewegung gibt. DevOps haben wahrscheinlich viele von euch auch schon mal gehört. Wie bringt man das zusammen, dass Operational Leute mit Entwicklern so zusammenarbeiten, dass das auch reibungslos funktioniert und nicht irgendwie Stück Software über den Zaun geworfen wird und mit dem Hinweis, wir gehen morgen live, bestellt noch ein paar Server. Das ist das Schlagwort DevOps. Und Agile UX kann man eigentlich ein bisschen weiter vorne dann verorten, an der Schnittstelle zwischen konzeptionellen Ideen und halt der eigentlichen Umsetzung. Und wie kommt man da eigentlich zusammen? Ja, also die Frage, warum Agile UX? Weil diese Disziplinen irgendwie da sind und irgendwie ihre Notwendigkeit haben und man schauen muss, wie funktioniert das am möglichst gut und reibungslos, um ein gutes Ergebnis zu erlangen. Aber nochmal einen Schritt zurück, also gerade, weil wir hier eine große Minderheit haben quasi an User Experience Leuten und ein paar auch, die noch nicht so ganz einen Einblick haben, was die überhaupt tun. Es ist eine ganze Menge. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen User Experience, wozu wir gleich kommen, und im amerikanischen und englischen sagt man User Experience Design zu der Disziplin, die sich diesem Fachgebiet halt annimmt. Also im Deutschen ist es halt eigentlich die User Experience an sich, was ist das, und die Leute, die sich darum kümmern, das ist alles UX. Also User Experience an sich für den Nutzer selber hat vier Komponenten. Das erste ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ist ein wesentliches Ding. Wie stabil ist das, mit dem ich interagiere? Ja, Bugs und wie Software auch fehlfunktioniert, kennt jeder. Ist aber natürlich ein wesentlicher Faktor im Umgang mit Software. Wie permanent begleitet mich das Ding, stürzt es zwischendurch ab, ist ein wesentlicher Faktor zu sagen, das ist was, was ich dauerhaft nutzen will oder halt eben auch nicht. Die Nützlichkeit natürlich auch. Bringt mir das was? Bringt mir das einen Mehrwert? Kann das was, was andere Dinge nicht können? Und vereinfacht mir das meine Arbeit, meine Freizeit und Dinge, die ich halt brauche? Die nächste Ebene ist die Gebrauchs- und Nutzerfreundlichkeit. Also das Ding kann ganz viel, was ich brauche. Hilft es mir auch einfach, mich da durchzuführen? Also verstehe ich das schnell? Finde ich die richtigen Funktionen an der richtigen Stelle? Fühle ich mich damit wohl und macht vielleicht sogar in der Bedienung auch Spaß. Und der vierte Faktor ist Ästhetik. Sieht das schön aus? Spricht mich das an? Sind das Farben, die irgendwie angenehm sind? Oder ist es vielleicht auch ein quietschende Grün wie auf den neuen iOS 7 Geräten? Der eine oder andere von euch wird sich gewundert haben, vielleicht auch über einen Farbwechsel. Das gehört alles unter dem Aspekt der Ästhetik. Also im Großen und Ganzen ist es ein schwer eindeutig zu definierendes Ding, also weil es am Ende ein mehrdimensionales Konstrukt ist, das man schwer jetzt so mit einem Satz beantworten kann. Also ist das eine gute User Experience, ist es ein gutes Produkt, was Nutzer anspricht? Wie gesagt, die vier Ebenen spielen damit eine Rolle und es ist halt schwer, genau mit einer Frage zu erfassen. Am Ende kann man es vielleicht doch dann so zusammenfassen, dass die verschiedenen Anwendungsfälle, die man halt mit der Software hat oder mit dem Produkt hat, vom User effizient erledigt werden können. Und im Idealfall macht die Benutzung sogar Spaß. Wobei dieser Spaßfaktor immer sehr weich gesehen wird, aber er ist eigentlich in vielen Bereichen, gerade wo es nicht um Software geht, die quasi auf Arbeit genutzt werden oder einfach eingesetzt werden müssen, in Dingen, die wir selber entscheiden, ob wir sie nutzen oder nicht, ist der Spaßfaktor ein ganz großer. Also fluppt das, ne, macht das Laune und das ist auf jeden Fall durchaus ein wichtiger Faktor im Ganzen. Die Geschichte von User Experience. Ganz interessant, man sieht unten eine alte Druckmaschine. Eigentlich geht es darum, wie hat Design in klassischen Produktionsprozessen ausgesehen. Und das war wie in vielen Bereichen, hier ist eine Druckmaschine so, dass am Anfang dieses Big Upfront Design gegeben hat. Man hat sich halt überlegt, wie passen die ersten Sachen zusammen und hatte ein Design, das gießt man nachher in Blei oder eine Druckplatte, wie auch immer. Und dann wird es halt hinten raus produziert. Komplett linear,
keine wirkliche Interaktion, so nach dem Motto, die ersten Blätter sind gedruckt und dann geht man hin und sagt, ach komm, können wir es nicht immer alles nochmal neu machen? Schwierig. Also komplett linearer Prozess, ähnlich wie anderen Produktdesign-Bereichen, lineare Prozesse. Im nächsten Schritt oder das nächste, was dann quasi in dem Designbereich anstand, war halt der Design von Software. Und hier kam es quasi dem gestalterischen Kollegen dazu gegen, dass eigentlich die Softwareproduktion sich ganz ähnlicher Prozesse bedient hat, wie die traditionellen Produktionsprozesse auch. Wasserfall linear, am Anfang macht man groß Design, man macht Screens, man macht vielleicht einen Prototypen, einen High-Fidelity-Prototypen, der super aussieht, der schon Animationen hat, kann das vorstellen, kann das Management damit begeistern, kann aus dem Raum rausgehen, das Budget einstreichen und was der Entwickler hinten raus damit machen. Interessiert dann vielleicht nicht oder wird auch gar nicht mehr gefragt in andere Richtung. Also nehmen wir es mal positiv, wenn man an dem Endergebnis dann wirklich und an einem Mehrwert für den Nutzer interessiert ist, war es in Wasserfallprojekten gar nicht möglich unbedingt, weil man hat so seinen Slot, wo man einen Schuss machen kann und nachher war man nicht selten auch einfach raus aus dem Projekt. Nun kommen zwei große Dinge auf diesen Bereich User Experience zu. Und es ist wirklich so, dass dieser Bereich sich damit gerade intensiv beschäftigt und auch abarbeitet. Das erste ist die ganze agile Bewegung. Sie merken halt, so wie heute Morgen in der Keynote gesagt wurde, da fährt ein Zug und anscheinend ist er relativ erfolgreich und wir stehen daneben und so richtig was damit anfangen können wir noch nicht. Also wie können wir eigentlich das Schwergewichtige, mit dem wir eigentlich arbeiten, die Methoden, die wir haben, wie können wir da irgendwie mit aufspringen und mitfahren? Und das zweite ist das responsive Design, was auch jetzt in den letzten Monaten aufgekommen ist, stellt auch die User Experience vor einer Herausforderung, wo man halt nicht mehr einfach ein Photoshop machen kann und dann wird das nach einer HTML-Seite umgesetzt und dann funktioniert es. Gerade durch eine Webseite für viele Endgeräte wird die Designaufgabe so komplex, dass dieser lineare Prozess nicht mehr funktioniert. Da werden stark neue Methoden gesucht, Prototypen vielleicht auch direkt im HTML zu machen, wie auch immer. Aktuell sind diese beiden Faktoren eine große Herausforderung für den kreativen Bereich und eine Herausforderung, die eine Anpassung bedarf. Und da gibt es eigentlich erst seit gut zwei Jahren, glaube ich, überhaupt dieses Schlagwort Agile UX. Und auch auf Konferenzen, auch im kreativen Bereich sind das die Themen, mit denen man sich versucht, irgendwie anzunähern und zu schauen, wie geht man damit um. Ja, User Experience, was machen die eigentlich mit den Usern? Also, wo sie auf jeden Fall schon mit beteiligt sind, das ist oft Medienforschung, aber auch User Experience Kollegen steigen damit ein, sind Umfragen. Wer sind eigentlich Nutzer? Wer nutzt das? Wo kommen die her? Wie alt sind die? Was brauchen die? Also einfach Feldforschung, wer kauft unsere Produkte am Ende oder wer nutzt die? Dann im nächsten Schritt, eine wichtige Technik sind sogenannte Personas-Workshops, wo es darum geht, aus dieser Bandbreite an möglichen Nutzern die herauszupicken, die für uns jetzt für die Entwicklung am meisten Relevanz haben. Und versucht halt in dieser Bandbreite an Nutzern und Nutzungsmöglichkeiten bestimmte Prototypen quasi rauszusuchen. Gibt den Namen, das ist dann wirklich Siglinde 47, Rentnerin. Und nutzt alle 10 Tage vielleicht mal die Mediathek, um dann eine bestimmte Sendung nachzuschlagen. Oder es sind die Early Adopters, das ist dann Peter 22, der dann quasi andauernd mit seinem Mobilgerät unterwegs ist. Und so versucht man einfach möglichst greifbar die Nutzer auch für den späteren Prozess zu beschreiben und möglichst auch transparent zu machen, wer denn die wichtigen User sind. Dann gibt es sogenannte User-Interviews, wo man konkret nachfragt, was sind deine Probleme mit aktuellen Softwareversionen, wo sind Herausforderungen, was brauchst du. Und im nächsten Schritt ist User-Testing ein großes Ding, wo man versucht, erste Ergebnisse oder Konzepte mit Usern halt zu erarbeiten und zu testen. Da gibt es dann Workshops und damit kann man eine riesen Bandbreite eigentlich machen. Du kannst erstmal Paper-Prototypes vorlegen, sprich einfache Scribbles, ganz einfache Sachen, und Anordnungen mit dem User besprechen. Wird es so für dich passen? Menü links, oben oder wie auch immer.
erste Sachen in der Gestaltung oder in der Architektur der Oberflächen herausfinden, aber auch ganz klar eine Farben- und Formensprache entwickeln, zu schauen, was ist ansprechend, was ist vielleicht jetzt modern, was wird das angenehm empfunden und was weniger. Also es geht um direktes Feedback von Herangehensweisen, auch früh im Projekt, um das halt mitzunehmen und das Ganze erfolgreicher zu machen. Eye-Tracking, klar, auch das wird gemacht in Laboren, wo man dann wirklich auch Leute vor die Bildschirme setzt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen mit solchen Brillen, wo man dann halt auch versucht abzuscannen, wie die sich mit den Augen über den Webseite bewegen, um dann zu schauen, wie kann man Dinge besser platzieren und anordnen. Storyboards kommt so ein bisschen übernommen aus der Filmindustrie, wo man wo man versucht, einfach so eine Story, die man mit einer Software halt hat, auch nachzuzeichnen. Ganz interessant, weil letztendlich ist Software in der Gesamtstory auch nur ein kleiner Teil, zum Beispiel Bahnreise. Ich habe die Bahn-Webseite, ich habe meine Bahn-App und irgendwie zwischendurch bin ich unterwegs, da muss ich nochmal Schaffner fragen. Und diese ganze Story von, ich will von Aachen nach München fahren mit allem, was dazugehört, dann ist nur die Hälfte vom Zugteil da, wie auch immer. Da passiert eine ganze Menge, zwischendurch muss ich mein Handy rausholen wieder, mit der Bahn-App gucken, wie geht's weiter. Und solche ganzen Prozesse mal als Storyboard zu analysieren und zu schauen, wo liegen die Knackpunkte, wo kann ich mit meiner Software Dinge unterstützen, wird dann anhand dieser Storyboard-Technik versucht. Paper-Prototyping, schon eben erwähnt, ist im Prinzip das einfache Aufzeichnen von Strukturen, um damit verschiedene Variationen auszutesten. Also es ist eine riesen Bandbreite, die von dem User-Experience-Bereich da bereitgestellt wird, also ein riesen Toolkasten, aus dem man sich bedienen kann, um halt eine Erfahrung darüber zu erlangen, wohin geht für mich die Reise, was funktioniert nicht. Kurz zu den Rollen im User-Experience-Bereich, das ist sehr unterschiedlich. Man kennt Informationsarchitekten, das sind Leute, die sagen, wie wird die Information angeordnet, welche Seitenstruktur haben wir, welche unterschiedlichen Seitentypen. Dann gibt es einen Interaction Designer, der schaut, brauche ich hier vielleicht ein Lazy Loading oder statischere Seiten. Konzepte sind so, ist ein allgemeines Rollenbild. Dann haben wir die Visual Designer, die mir einfach auch das Grafische mit reinnehmen, UI Designer, die sich halt um das Design der Oberflächen kümmern. Und Frontend-Entwickler werden auch teilweise im User Experience Bereich mit reingenommen. Also wir haben Kunden, wo die Frontend-Entwickler im UX-Bereich sitzen. Ja, das ist ein grober Abriss über diesen Bereich und was die tun. Kommen wir als nächstes dazu, was ist der Mehrwert? Was bringt mir diese riesen Toolbox, die die eigentlich mitbringen? Negativ angegangen, gibt es eine Untersuchung, die sagt, 97% der Websites versagen in der User Experience, die sie haben. Das ist eine relativ groß angelegte Studie, 1500 Webseiten sind über Jahre untersucht worden und nach 25 Kriterien und pro Kriterium gibt es entweder einen Punkt für passt schon, zwei Punkte für Best Practice und im Umkehrschluss dann -1, wenn passt nicht so gut und -2 geht total daneben. Und die 97% haben quasi eine Mindestpunktzahl von 25, die hieße passt in diesen 25 Kriterien nicht erreicht. Im Durchschnitt haben die 1,1 Punkte, diese 1500 Webseiten. Also scheint, wenn 97% sind, 80%, mit drauf keiner Statistik, die du nicht gefälscht hast, Tendenz kann man sagen, die User Experience ist ausbaubar in den Produkten, die uns begegnen. Aber dann gibt es wieder andere Produkte, in der Mitte der viel bemühte Apfel ist quasi ein altes Beispiel, stimmt aber immer noch, eine gute User Experience bringt einen Wettbewerbsvorteil. Also User Experience ist auch ein Erfolgsfaktor für die Produkte, die ich tue. Wenn die Leute daran, wie gesagt, Spaß haben, einfach ihre Aufgaben erledigen, sie werden es wieder tun und werden die Software auch weiter kaufen. Umgekehrt, das, was an Toolbox mitgebracht wird und die Tests, die man damit machen kann, gibt es eine Untersuchung, dass wenn ich das mit 5 Nutzern mache, finde ich 85% meiner Probleme, die ich da habe. Das heißt, ich kann relativ mit schlanken Mitteln auch einsteigen und sagen, Dinge testen und am Ende viele von den Fehlern und vielleicht auch den vermeidbaren Fehlern im Vorfeld erst gar nicht entstehen lassen. Und so es schaffen, in die 3% der guten Webseiten zu kommen oder der guten Softwareprodukte. Und weitere Untersuchungen
Auch da eine Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, 5% der Zeit brauchen Entwickler, um vermeidbare Fehler zu fixen. Vermeidbare Fehler sind auch in dem Fall einfach Dinge, die hätten besser laufen können. Eine Usability, die nicht funktioniert, wo man einfach der Kunde nachsieht, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, wo ich hier Dinge tun muss, um zu dem Ziel zu kommen, was ich eigentlich möchte. Das sind alles vermeidbare Fehler. Und letztendlich interessant dabei ist natürlich, dass dieser Bereich, und das muss man auch ganz klar sagen, User Experience auch immer, dafür auch kämpft, wahrgenommen zu werden und auch kämpft, eine Rolle in diesem ganzen Spiel einzunehmen, die halt auch irgendwo als wichtig erachtet wird. Ganz interessanter Ansatz auf dieser Webseite. Unten den Return on Invest für User Experience versuchen zu berechnen. Man sagt, ihr investiert natürlich jetzt vielleicht einen Teil des Budgets, was ihr vorher mehr in die Softwareentwicklung gesteckt habt, weiter nach vorne, aber es zahlt sich aus. Hinten raus gibt es halt den Return dieses Investments. Genau, also der Mehrwert ganz klar, bessere Produkte am Ende zu bauen, die eine höhere Akzeptanz und damit eine höhere Erfolgschance haben auf eine Wirtschaftlichkeit und auf eine Rentabilität. Gut, nächster Punkt, die Zusammenarbeit. Jetzt haben wir irgendwie gesehen, User Experience brauchen wir irgendwie und es hat Mehrwert und ja, wir wollen unsere Produkte auch für den Nutzer freundlicher machen und wir investieren, wir stocken das UX-Team auf und die sprinten jetzt auch mit uns zusammen. Wie kann das gehen? Interessant fand ich jetzt auch nochmal so, also es war so, dass ich auch 2009 schon in einer Multimedia-Agentur gearbeitet habe mit Entwicklern und Designern. Die Entwickler waren durch Flash sehr designaffin. Insofern hat das ganz gut funktioniert. Wir haben auch schon agil gearbeitet und haben es irgendwie gemacht. Aber schon damals war es irgendwie so, dass die Designerin sich nicht richtig wohlgefühlt hat darin. Dauernd im Stress nachzuarbeiten, zu liefern und irgendwie zu schauen, dass die Entwickler auch dann das nötige Material hatten, um die Software zu liefern. Und die Beschreibung, die man auch so in der Literatur findet, ist das erste Aufeinandertreffen von Grafikern oder von Leuten aus dem User-Experience-Bereich auf Agile ist, zu sagen, was sind ja lächerliche Release-Zyklen. Ihr released alle 2 Wochen, wie soll denn das gehen? Das muss man doch in Ruhe durchdenken. Da muss man doch genau gucken, was macht man da eigentlich? Und ihr rotzt da einfach alle 2 Wochen Software raus. Und auch der Eindruck, die hacken einfach los, um sich mal grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, passt das zum Beispiel zu einem CI? Passt das vielleicht zu den Printprodukten, die wir auch im Portfolio haben? Wie soll die Oberfläche funktionieren? Und sehen einfach, da wird einfach gemacht, da wird einfach gecodet und am Ende kommt irgendwas raus. Und dass irgendwann mal darüber nachgedacht hat, ja, funktioniert das für den User, wird dann auch in dem ersten Blick vermisst. Und es gibt einen Speaker, der hat dieses Jahr in Berlin gesehen, auf der IA-Konferenz, der Konferenz für Informationsarchitekten, und der hat gesagt, ich bin damit in Berührung gekommen und ich habe es gehasst, wie die Pest. Weil es einfach eine Geschwindigkeit vorgab, die in einem Design und im oftmals wohlüberlegten Designprozess einfach fast unvereinbar schien. Ja, und umgekehrt ist es natürlich auch so, da haben wir auch eben schon mal gesprochen, ist so, dass aus dem Entwicklungsbereich so dieses Ding ist, was machen die da eigentlich? Ne, wir müssen ein Kommentarfeld machen und die brauchen jetzt schon eine Woche dafür, um das Ganze irgendwie zu konzipieren und zu designen. Und warum dauert denn das alles so lange? Also was passiert bei denen? Genau, warum brauchen die so lange? Oft gehörter Satz in diesem Kontext. Und man steht ungefähr so gegenüber, das Bild habt ihr vielleicht schon mal gesehen, und es ist erstmal ein gegenseitiges Unverständnis. Und es ist wirklich in vielen Bereichen so, dass man einfach denkt, meine Güte, wie soll das gehen? Ja, und genau in einem ähnlichen Spannungsfeld sind wir bei einem großen Kunden gelandet. Wir arbeiten seit mehreren Jahren für den Bayerischen Rundfunk und haben im Prinzip auch die Agilität in einem Bereich, der für Multimedia da zuständig ist, auch reingebracht. Und haben seit einem Jahr die User Experience Leute mit in agilen Teams laufen. Vorher war es halt, dass die ja zugearbeitet haben aus ihrer Abteilung raus, sie hatten einen Backlog und dann ein Team wollte was und dann haben die eine Zulieferung gemacht und irgendwann hat man gesagt, okay, wir springen jetzt darüber über diesen Silo-Gedanken, Abteilungsgedanken, sag ich mal, und entsenden auch die User Experience-Leute in die Teams. Das Ganze hat gestartet mit dem Relaunch von der BRDE-Seite und war auch da ein relativ schmerzhafter Prozess, auch gerade für die User Experience, aber auch für die Entwickler. UX kam relativ spät ins Projekt und irgendwie haben die versucht aufzuholen, was schon da war, auch
aus Design-Sicht zu Effektern, so dass es irgendwie passt. Also war ein Stück Software da, die aus Usability, aus Design-Sicht noch nicht so richtig funktioniert hat. Es musste aufgeräumt werden, ein paar Dinge mussten nicht verfechtert werden und gleichzeitig ein Vorlauf geschaffen werden für die Weiterentwicklung, weil die haben ja auch gefragt, so jetzt machen wir die nächsten Features, wie sollen denn aussehen? Ich habe gesagt, nicht so wie die davor, fand er nicht so schön, also wieder. So, und das Gefühl von UX-Lern war, sie kamen in den Treten wieder da rein. Wir mussten nach vorne Vorlauf arbeiten, mussten aber hintenrum aufräumen. Eigentlich eine sehr negative Erfahrung von dem Stand weg in die Agilität, was im Grunde genommen schade ist, weil das Potenzial davon, denke ich mal, da sind wir alle von überzeugt. Ja, dann haben wir, und das ist so quasi im letzten Jahr gewesen, wo das nächste so das Projekt anstand, wo ich dann auch die Chance hatte, als Coach und Scrum Master mit einzusteigen, das ist ein TIC-Projekt, haben wir geschaut, was läuft denn da schief, was kann man vielleicht besser machen. Und wir haben es geschafft, an einigen Stellen Schrauben zu drehen und diese beiden Welten, sag ich mal, besser zu verheiraten. Und aktuell sind wir dabei, das Portal für die Olympischen Winterspiele zu entwickeln, mit dem Bayerischen Rundfunk und auch mit eigenen Entwicklern. Also bei uns sind auch immer eigene, oder andersrum, die Entwickler kommen immer von uns, von der Seibet in der Regel. Ein paar sind auch vor Ort. UX ist immer komplett ausgelagert beim Kunden direkt. Also das UX-Team ist beim Kunden, Entwicklung ist hauptsächlich vor uns. Das als Hintergrund. Ja, aktuell machen wir Sochi, also das Portal für die Winterspiele, was in diesem Winter der Bayerische Rundfunk für die ARD macht. Also das ARD-Portal für Olympia 2014. Ja, hier so ein kleines Beispiel. Das sind Mediathek-Sketches. Ende des Jahres wird sie live gehen, die neue BR-Mediathek. Und eine in diesem Moment sehr fröhliche Designerin, die es schafft, all diese Entwürfe, die sie macht, auch am Ende in den agilen Prozess einzuklicken. Ich sag mal so, wir haben da eine Mediathek-Projekt wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und mit Sochi noch einmal. Um das näher anzugucken, das, was so ganz früh irgendwie damit auch reinkam, auch aus der Entwicklung kam, komm, lass mal 5 Grad sein, ne? Das muss nicht alles perfekt sein, Hauptsache ihr schmeißt mal quasi eure Wireframes über den Zaun und dann können wir weitermachen. Auch so ein Vorwurf quasi des Perfektionismus in der Arbeit und wir wollen ja erstmal versuchen, schnell damit live zu gehen, Erfahrung zu sammeln und dann im Markt die Erfahrung sammeln. Was ist denn eigentlich perfekt? Wie können wir denn uns weiter verbessern? Und nicht vorneweg. Es ist ein Ding, es ist nicht ganz gerechtfertigt, wie wir gleich sehen, aber irgendwie auch schon. Ne? Weil aus der Geschichte heraus, wir haben am Anfang einen Schuss und der muss sitzen, ne? Wasserfall, ich mache ein Konzept und nachher habe ich eh keine große Möglichkeit mehr, Einfluss zu nehmen. Also ich habe eigentlich den Anspruch an meiner Arbeit, dass die möglichst perfekt ist, bevor ich sie aus der Hand gebe. Das ist ein Umdenken, jetzt zu sagen, okay, meine Güte, ich habe jetzt noch nicht alles definiert, im Bereich, da sind einfach mal weg und vielleicht ist es jetzt nicht komplett pixelgenau, aber ich kann es so aus der Hand geben, ich kann es so einem Entwickler erklären, wie es funktioniert und er setzt das entsprechend um. Aber im Prinzip so ein weicher Faktor im ganzen Spiel, der seine Berechnung hat, aber lange nicht alles ist und lange nicht im Prinzip das ganze Problem trifft. Wir haben uns dann nämlich auch die Prozessebene angeschaut und geschaut, wie funktionieren bisher so auch so ein Backlog bei BR.de und wie kommt dann eigentlich die Anforderung für UX damit rein. Was wir gesehen haben, was ganz gut funktioniert hat, aber eigentlich zu Schwierigkeiten geführt hat, war, dass Stories immer aufgeführt wurden in der UX-Story und der Dev-Story, die dann irgendwie zeitversetzt in der Regel auch schon in einem Vorlauf, im Sprint, dann verarbeitet wurden und danach wurde die Dev-Story nochmal angepasst aufgrund der Erfahrung von der UX-Story und dann ging das Ganze dann auch übers Board und war dann irgendwann fertig. Hatte das Problem, dass wir teilweise nicht nur für Dev, sondern auch für SOP die Sachen getrennt hatten. Wir hatten einen riesen Backlog, wo man nachher auch nicht genau wusste, welche Story muss man denn updaten und was gilt denn jetzt. Ein kleines Ding, was wir angepasst haben, aber wesentlich haben wir auch nochmal geschaut, wie können wir noch andere neue Herangehensweisen etablieren. Ein dickes Ding war die Phase 0, dass wir eigentlich gesagt haben, diese Designüberlegung oder grundsätzliche Plan, wie wir das Ganze visuell darbieten wollen, der muss am Anfang irgendwo stattfinden. Einfach ein paar Boxen irgendwie zusammenzimmern für eine Mediathek am Ende, da die Videos abspielen zu lassen, das ist nicht die ganze Wahrheit. Das Ganze muss irgendwo auch schon mal eine Grobarchitektur haben, von der Frontend-Seite her.
Genau, im Prinzip ähnliche Prinzipien, wie wir das auch schon kennen von einer Grobarchitektur, die auch in agilen Projekten vielleicht auch in der Phase 0 stattfindet. Sprich, man befasst sich mit Schnittstellen, guckt, wie kann das zusammenpassen, nehmen wir Soap, nehmen wir irgendwas eigenes, XML-iges oder wie auch immer. Auch das sind im Prinzip Dinge, die in dieser Phase 0 dann auch gut parallel mit den ganzen Design- und Usability-Aspekten überlegt werden können. Wir haben dann zur Projektbeschreibung, zur Rahmenbeschreibung Project Canvas eingeführt und Story Mapping. Das heißt, schöne, leichte Tools, die wir gleich noch kurz eingehen werden, die ich jedem wärmstens herlegen kann, um zu versuchen, auf eine schlanke Art und Weise zu bestimmen, wohin geht eigentlich die Reise. Was sind die Risiken? Vielleicht die Person das auch schon mit reinzunehmen, für wen machen wir es? Erste Skepsis, also im Prinzip so eine Visualisierung des Projektes, was man vorhat. Story Mapping ist eine schöne Art und Weise, einen Backlog zweidimensional darzustellen, um auch eine Release-Planung zu machen, zu schauen, wohin geht die Reise funktional. Wir haben den Entwicklungsprozess angepasst, zeige ich gleich. Und es gab so ein paar Dinge, die halt noch nicht ganz gleich adaptiert waren in dem UX-Bereich und im Dev-Bereich. Also wir haben einfach dann geschaut, UX plant gar nicht in der Art und Weise, wie Dev das macht. Die schätzen nicht so. Ihre Arbeit wird gar nicht so richtig am Ende demonstriert und quasi allen anderen vorgestellt und als Delivery angesehen oder als Delivery fürs Team angesehen. Wir haben die Art des Story-Handlings verbessert. Und dann gab es ein paar Dinge wie Bügeleisenaktionen, so heißt es beim Bayerischen Rundfunk, im Prinzip so eine Art UX-Refactoring, dass wenn man nach einer Zeit einfach sieht, man hat Dinge zugeliefert, die nicht ganz perfekt sind, dass man auch immer wieder auch Zeit bekommt, da auch nochmal nachzuarbeiten, zu sehen, wenn da die Ecken rund sind, müssen sie hier unten auch rund sein. Da gibt es ein Bedienkonzept im Player, das ist bei einem anderen Player vielleicht dann irgendwie anders, dass dafür einfach auch Zeit ist und man nicht nur einfach dauernd in einem Stress ist, nächste Features vorzubereiten und in diesem Druck steht. Dazu gehört auch, dass wir zwischendurch solche so eine Art Spikes eingeführt haben, auch wie man es von der Entwicklung her kennt. Man steht vor einem Problem zwischendurch und man sieht, eigentlich müssen wir es nochmal größer betrachten, wir müssen ein bisschen zurückgehen und schauen, was tun wir da eigentlich, oder wir haben auch noch gar kein richtiges Konzept auf eine technische Art und Weise, wie wir da rangehen. Da gibt es ja diese Technik der Spikes, wo man sich getimeboxt, Zeit nimmt und Dinge ausprobiert. Ähnliches haben wir auch dann für die X-Bereich eingeführt, dass es zwischendurch immer wieder so eine auch Zeitslots gab, wo die grundsätzlich nochmal überlegt haben, wie können wir das die nächsten größeren Aufgaben denn auch angehen, in welche Richtung soll das laufen. Ja, die Phase 0 habe ich eben kurz schon angerissen. Wie gesagt, wir haben Project Canvas benutzt, die Personas haben wir mit reingenommen. In dieser Phase 0 findet dann die Story Map als funktionalen Rahmen für das Ganze statt und auf der Grundlage kommen dann auch weitere Dinge, die halt sehr UX-spezifisch sind. Es wird eine Designsprache entwickelt, auch in Anpassung natürlich mit einem CI, den es beim Bayerischen Rundfunk gibt. Es werden Style-Tiles, also Elemente, die man verwenden wird in Zukunft schon mal vorgefertigt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie zum Ding aus, wie spricht das auch nachher zu dem User. Und natürlich ein erster Wurf, welche Seitentypen gibt es, was für Elemente haben wir da, wie sieht ein Footer aus, solche Dinge sind auch in der Phase 0 schon angerissen worden. Und, wichtiger Punkt, ist, dass wir in der Phase 0 auf Grundlage dieser ersten Ergebnisse, die dann auch im UX-Bereich geliefert worden sind, haben wir auch schon User-Tests gemacht und die Dinge validiert, Anforderungen darin geändert, bevor wir angefangen haben zu entwickeln. Ja, grundsätzlich gibt es in der Zusammenarbeit halt drei Modelle, kann man eigentlich sagen, wenn man von UX und Entwicklung spricht und die Entwicklung vorausgesetzt immer sprintet, dann das erste Modell, was ich eben schon genannt habe, UX bleibt in der Abteilung, ist nahezu Zulieferbetrieb für die verschiedenen agilen Teams. Das nächste ist, dass UX im Sprint von den Entwicklern direkt mitsprintet und gleichzeitig an Dingen arbeitet. Und das dritte ist, dass man ist dieses Modell, wo man einen vorgelagerten Sprint hat. Und das sieht man sehr häufig, gerade auch in größeren Projekten, wo es nicht nur darum geht, Features, die eh klar sind, irgendwie nochmal links oder rechts rund zu machen oder kleine UX-Anpassungen zu machen, sondern wo es um wirklich neue konzeptionelle Dinge geht, hat UX in der Regel einen Sprintvorlauf, um Features zu konzeptionieren und zu designen. Auch das haben wir dann nochmal klarer etabliert beim Bayerischen Rundfunk und wir haben dann auch quasi zwei parallele Sprints mit zwei Backlogs gehabt. Aber der wesentliche Vorteil war, dass wir
nur noch eine Story hatten, die den gesamten Prozess durchlaufen sind. Wir haben eigentlich eine Art, nennen wir es mal Kanban-Board aufgemacht, aber wir haben den ganzen Prozess, den das Ganze durchläuft, halt aufgemalt und gesagt, ja, irgendwann müssen wir durch, kriegt der Konzepte das in die Finger, dann kommt der Designer, der Frontender macht den Prototyp, dann geht es in die Umsetzung, wir reviewen das Ganze, wir testen es und dann irgendwas ist dann. Und dann steht man davor und sagt, ja, das ist ja Wasserfall, oder nicht? Ja, irgendwie schon ein kleiner Wasserfall, kann man erstmal sagen. Großer Vorteil war, wir konnten die Stories jetzt einmal durchlaufen lassen, wir wussten ganz genau, wo ist gerade unsere Anforderung in dem Gesamtprozess, wir hatten eine bessere Sichtbarkeit. Wir hatten in dem ersten Sprint, Sprint End genannt, wurde halt diese Story, ich sag mal, angefettet und weiter ausformuliert, ein Wireframe dran gehangen und dann wurde das Ganze als Demo des ersten Sprints an das Entwicklungsteam gegangen, die das dann wieder in ihr Planning übernommen haben und dann mit ihren Entwicklungssprint gemacht haben. Und am Ende, Review und Testing, hieß ja auch, dass auch UXler reviewen und testen, ob das, was danach umgesetzt wurde, wirklich dem entspricht, was man wollte. Nur kurz als, was man gesehen hat, da wir ein Remote-Team waren, UX in München, Entwickler in Radolfzell, haben wir mit einem elektronischen Tool gearbeitet und diese Prozesse in Jira abbilden können und so eine Transparenz auf beide Sprints und den Gesamtprozess herstellen können. Gut, die Dinge, die wir dabei gelernt haben. Auch wenn es eben Wasserfall war und man sieht, dass es gibt diese einzelnen Schritte, wo viele Agilisten vielleicht davor zurückschrecken, haben wir eigentlich gesehen, dieses Spezialistentum in Teams, das lässt sich gar nicht wegkriegen. Ich glaube auch nach wie vor, dass dieses Cross-Functional Teams im Sinne von jeder kann alles machen in Agilität eigentlich ein Missverständnis ist. Also ich denke, bei der Komplexität der Aufgaben, die wir haben und bei der Herausforderung, die sich auch die agilen Entwicklungsteams stellen, nämlich diese Spezialisten mit reinzunehmen, mit ins Boot zu holen, mit in die Prozesse zu nehmen, ist es fast obsolet, dass jeder gleichzeitig vorne ein Design machen kann, aber hintenrum noch immer kurz schnell einen Server neu starten. Das kann nicht funktionieren. Und das ist im Prinzip auch was die agile Welt auch so langsam anerkennt und sagt, dass die Spezialisierung gar nicht das erste Problem ist, sondern die Zusammenarbeit dieser Spezialisten. Und als die agile Bewegung quasi erwachsen geworden ist, haben wir die Spezialisten mit reingenommen und wir lernen gerade, oder wir haben vielleicht auch schon gelernt, ich glaube, das ist immer noch ein Prozess, diese wieder in die agilen Teams reinzuholen. Ja, Jim Heisman hat es gesagt und ich denke, da ist viel Wahres dran. Und gleichzeitig, wenn man sich diese Schritte anguckt, ist natürlich immer das Ding, dass jeder Schritt was an den nächsten Schritt liefert und so eine Produktionskette natürlich dann am Ende da so aussehen kann, dass irgendeiner steht und darauf wartet, dass endlich mal irgendein Wireframe um die Ecke kommt und die Zulieferung stattfindet. Wenn man an dem Punkt ist, wo man eben doch zwar in kleineren Schritten, aber sich einfach nur wieder Dokumente oder Spezifikationen über den Zaun wirft, hat man keinen wirklichen Schritt gewonnen. Also wie kommt man da raus aus diesem Zulieferungsgeschäft? Die Antwort ist, die Zusammenarbeit muss verzahnt sein. Dieses Bild ist nicht von User Experience Designer gemacht worden, wie ihr uns schwer erkennt, sondern von mir. Was einfach wichtig ist, dass man sagt, es gibt vielleicht am Anfang einen großen UX-Anteil im konzeptionellen Bereich. Hinten raus wird es dev-lastiger, aber das Wichtige ist, dass bei dem UX-Bereich die Entwickler früh mit dabei sind und verstehen, was die Aufgabenstellungen sind, mit denen sich auch die User Experience-Leute rumschlagen und auch unterstützen, dafür früh auch Lösungen zu finden. Also diesen seriellen Prozess aufzubrechen, Übergaben zu minimieren und damit Verschwendung zu minimieren, indem man einfach weiß, was der andere arbeitet. Auch wenn ich es nicht selber tun kann, ich verstehe es zumindest und ich verstehe seine Aufgabenstellung und kann das besser auch deswegen verstehen, warum das, was ich übergeben bekommen habe, zum einen vielleicht lange gedauert hat, weil die Aufgabenstellung schwierig war und noch mit mehreren Stellen im Haushalt geklärt werden musste, aber zum anderen habe ich auch das inhaltlich verstanden und kann es so besser dann auch mit in die Entwicklung tragen. Ja, fördert auch die Identifikation und auch eine frühe Abchecken von Machbarkeit. Nicht selten ist es so, dass die UX-Leute Ideen haben oder das Entwicklerteam dann sagt, ist ein Wiss, sollen wir das machen? Ist interessant, vielleicht ist manchmal auch eine Herausforderung, das trotzdem irgendwie hinzukriegen. Manchmal, also ganz oft ist es aber auch so, dass es sehr viel Arbeit hinten raus spart, wenn früher ein Entwickler drüber guckt und sagt, lass es lieber so machen, das ist ein Zehntel des Aufwands und das Ergebnis ist ähnlich. Ja, und natürlich haben Entwickler auch im Usability-Bereich Erfahrungen und können die auch mit einbringen und weitere Ideen auch im konzeptionellen Bereich. Ja,
Und andersrum ist natürlich so, dass die UXler die Umsetzung auch begleiten und Änderungen auf dem Weg dann auch mit begleiten. Und das müssen sie tun. Also natürlich bei der Umsetzung passiert dann, ja, wir können es jetzt doch nicht so umsetzen, wie ursprünglich mal gedacht. Und dann muss das, gehen wir links oder rechts weiter, auch von der User Experience Truppe mit begleitet werden. Ja, und was wir auch gesehen haben, was zur Begleitung auch damit dazu gehört, dass die UX am Ende auch mit testen, dass es eine UX-QS gibt, die sagt, ja, das, was wir vorher mal gedacht haben in Wireframes und euch quasi auch mit euch vereinbart haben, ist es dann wirklich so passiert oder nicht? Ist in allen responsiven Stufen dann noch, funktioniert das Design, sind da Boxen, die sich überlappen, da gibt es eine ganze Menge, die es da zu tun gibt. Also, oder andersrum gesagt, was für mich nochmal ein Augenöffner war, war auch, Bernd Österreich von OSE hat in Berlin bei der CIA-Konferenz gesprochen und hat den Ziehharmonika-Prozess vorgestellt. Und das fand ich nochmal ganz interessant zu der Frage, warum ist UX eigentlich langsam? UX hat den Anspruch oder hat als Kerngeschäft die Variation. Wir müssen immer wieder gucken, wir haben eine Aufgabenstellung und dann A, B, C, was funktioniert am besten? Und das sind die Optionen, die wir vielleicht auch gerade im Vortrag vorher gehört haben. Also was sind eigentlich die Lösungen, die uns am meisten Mehrwert bringen? Und im besten Fall haben sie Zeit, da auch wirklich eine Variation zu entwerfen. Und sie tun das sehr, sehr häufig, um dann am Ende sich für eins zu entscheiden oder eine Synthese aus dreien zu nehmen. Das können zum Beispiel sein, das sind alle Nutzer, die es gibt und das ist daraus ein Persona, die man daraus entwickelt. Das sind alle möglichen Farbkombinationen, die es gibt und am Ende sagt man, okay, wir nehmen diese. Das Vertragte daran ist, dass Entwickler von der Seite drauf gucken, die fragen, das ist so ein kleiner Punkt, was macht nicht von Aufriss. Also das alles, was davor passiert ist, diese Prozesse der Auswahl, der Abstimmung mit Usern, mit Kunden, auch im konzeptionellen Bereich, werden oft gar nicht gesehen. Gehören aber dazu. Und insofern heißt es auch, dass wichtig ist, auch für das Verständnis, wie man tickt, da auch die Entwickler und UXler immer wieder auch zusammenzubringen, sich gegenseitig auch vorzustellen, wie man arbeitet. Und das ist natürlich ein Invest. Aber letztendlich, auch da muss man natürlich eine Balance treffen, glaube ich, dass über diesen Invest und über die Identifikation des unterschiedlichen Arbeitens, aber des gemeinsamen Ziels auch, ein deutlicher Mehrwert auch für das Endprodukt geschaffen wird. Genau. Sind wir ein bisschen knapp mit der Zeit? 2 Minuten haben wir noch. Ja, kurz noch ein paar Ansätze zu, um die erwähnt zu haben. Gerade jetzt im responsiven Bereich geht man auch teilweise dazu über, diese ganze Wireframe-Papier-Dinger erstmal wegzulassen und direkt in den Browser zu gehen. Mit Hilfe von einfachsten Designs, das können auch erstmal Kästen sein, schon mal im Browser lauffähige Dinge zu tun, die dann auch mit dem Nutzer zu testen, mit Entwicklern zu besprechen und das weiter auszuarbeiten. Der Vorteil daran ist, es am Ende der Prototyp, der eine, der die Spezifikation für die weitere Umsetzung dann ist und man hat diesen ganzen Overhead an zusätzlichen Artefakten wie eine Photoshop-Datei, wie ein weiteres Wireframe sich gespart. Und man hat den weiteren Vorteil, man kann das von Anfang an in alle möglichen Auflösungsstufen ziehen, wenn man jetzt auch bei Webseiten bleibt, um zu testen, wie das responsiv aussieht und auf den verschiedenen Endgeräten. Living Design Patterns ist auch eine neue Methode, sag ich mal, wo man einfach für die verschiedenen Elemente, die es irgendwie auf der Webseite geben wird, Muster anlegt und die Entwicklung sich eigentlich nur aus diesem Muster bedient. Es gibt eine Art und Weise, wie die Drop-Down-Boxen aussehen. Es gibt eine Art und Weise, wie nur Date-Picker aussehen und ich muss das nicht in alle Screens ausexplodieren, sondern ich mache eine Seite, wo alle Elemente enthalten sind und dies im besten Fall aus HTML und CSS und darauf bedient sich der Entwickler. Was wir auch noch weiter rausgenommen haben, ist, dass vor der Phase 0, vor dem einzelnen Überlegen, wie sie können Lösungen aussehen, wir eine Visionsentwicklung noch weiter davor stellen müssen, um das Problemfeld noch besser zu beschreiben und die Ziele eigentlich noch klarer zu haben. Auch ein Learning, was wir quasi aus diesen Projekten jetzt nochmal mitgenommen haben. Dann Kleinigkeiten, dass wir auch eine UX-Prio im Backlog haben, wo UX vielleicht sagt, hier ist was, das müssen wir relativ früh angehen, um da ja, vielleicht Entscheidungen zu treffen, die eine große Auswirkung aufs Projekt haben. Und auch diese Dinge haben wir mittlerweile schon abgebildet in unserem Backlog. Ja, letzte Thema, Lean UX. Ganz kurzes Streiflicht eigentlich nochmal drauf zu werfen. Wenn man das Ganze so als ein überlappendes Gebilde der verschiedenen Disziplinen ansieht, dann kommt man eigentlich aus dem Grünen, aus dem Traditional UX, wo es halt darum geht, ja, was machen wir denn? Design Usability ist halt schon ein
ja auch lang bearbeitetes Thema. Wo wir gerade uns bewegt haben, ist diese Agilex, wo der Fokus eigentlich darauf liegt, auf der Zusammenarbeit und auf dem gemeinsamen Liefern. Also wie machen wir das eigentlich? Also how do we do it? Und das LeanUX, eigentlich die nächste Bewegung, gibt es auch erst seit 2 Jahren und gibt es mittlerweile echt gute Literatur zu, ist, wie können wir das eigentlich messen? Also wie können wir das, was hinten rauskommt, messen, ob das erfolgreich ist oder nicht? Und wie können wir das schlanker gestalten? Wie können wir unsere Prozesse schlanker gestalten? Das ist quasi der neue Ansatz. Und es geht darum, das Richtige zu tun. Auch das ist aus der Agilen-Welt durchaus bekannt, dass man erstmal mit einem MVP, einem Minimal Viable oder Valuable Product, wie es auch manchmal besser heißt, zu starten, den Feedback von Usern einsammelt, das misst, um dann Änderungen vorzuführen. Also das Einbeziehen, das stetige Einbeziehen des Users ist nichts Neues, aber wird durch dieses LeanUX eigentlich nochmal stark betont und vorangetrieben und auch Methoden, wie man das tun kann, halt beschrieben. Und natürlich in dem Ganzen, man bewegt sich in einem Markt, der sich ändert. Es geht nicht nur um das Backlog-Down irgendwie zu aktivieren, sondern auch die Ziele anzupassen und auch einen großen Feedback-Rahmen eigentlich zu der Strategie zu haben, wenn man sich an diese ursprüngliche Kette, Produktionskette, wie man sie nennen mag, auch zu erinnern. Gleichzeitig versucht man, Dinge schlanker zu machen. Den Trend vom Big Bang-Log geht weg, dass man versucht, in Webseiten Einzelelemente auszuprobieren, Dinge besser zu machen, ausprobieren mit AB-Tests, was funktioniert, was funktioniert nicht. Immer ein Riesenbudget in die Hand nimmt und das Ganze komplett neu aufzieht. Und da gibt es halt gute Beispiele dafür mit Arte, BBC und dem Guardian. Ja, grundsätzlich haben wir heute Morgen auch schon schön gehört von unserem Keynote-Speaker, das Leben ist zu kurz, um irgendwas zu bauen, was niemand braucht, oder umgekehrt, wenn ich was baue, was niemand braucht, ist das Leben vielleicht wirklich kurz, weil ich halt nicht überlebt habe als Business. Und was dazu in dieser Denkansätzen halt gibt, und das finde ich auch sehr schön, ist, dass alles das, was man als Anforderung definiert, als Hypothese, als Annahme verstanden wird. Und Josh Seiden, den ich eben schon mal zitiert aus diesem LeanUX-Buch, sagt halt, genau diese Hypothesen müssen wir transparent machen. Jeder im Team, auch Entwickler, müssen diese Hypothesen kennen, damit wir gemeinsam auch zuarbeiten können und kreativ an Lösungen arbeiten, anstatt einfach Anforderungen über Zaun zu werfen, die umzusetzen sind. Und ein wesentlicher Punkt, und den finde ich auch sehr schön, wenn man so sich an das erinnert, oder auch eben im Keynote wurde es angesprochen, dieses Delivery oder Working Software, wie auch immer was hinten rauskommt. Was heißt das am Ende? Wir Agilen tendieren vielleicht dazu zu sagen, ja, für uns ist super, wenn wir das Feature-Set umgesetzt haben, ist automatisiert getestet, wir haben einen Build-Server, kannst du wieder Zeit abholen, Kunde, aber das ist nicht ein Mehrwert an sich, sondern eigentlich ist der Mehrwert der Outcome, also das, was wirklich nachher beim Nutzer passiert, was das wirklich bewirkt. Und wie oft sind wir in den Projekten, auch in agilen Projekten, davon losgelöst, was eigentlich wirklich hinten dran passiert. Und diese Feedback-Schleife mit reinzunehmen und darauf den Fokus auch für alle zu legen. Wir müssen am Ende mit dem Ding den erwünschten Nutzen und Mehrwert erreicht haben. Das zu messen, für alle transparent zu machen, ist nochmal ein Mindshift, wo ich glaube, dass wir Agilen auch gut dran tun können. Ja, das Schönste am Backlog ist die letzte Karte, die man auf dann hängt. Und in dem Sinne bedanke ich mich.